Telegram ist die beliebteste WhatsApp-Alternative. Der Messenger-Dienst des Russen Pavel Durov konnte in den ersten Monaten des Jahres 2021 bereits 150 Millionen neue Nutzende gewinnen. Der Wechsel ist einfach. Mit einem Klick können WhatsApp-Chats importiert werden. Diese können dann nicht nur auf dem Handy oder Tablet, sondern dank Browser-Erweiterung auch auf dem Desktop gelesen werden. Das ist möglich, da Telegram einen Cloud-Service benutzt. Will man die Nachrichten nicht in der Cloud speichern, muss man einen Secret-Chat erstellen. Dann werden die Nachrichten auf dem eigenen Gerät gespeichert. Eine weitere Funktion zum Schutz der Privatsphäre ist der sogenannte Selbstzerstörungsmodus für Nachrichten und Medieninhalte. Ich kann nur dazu raten, alle Inhalte mit einem Ablaufdatum zu versehen. Denn man muss generell davon ausgehen, und das betrifft nicht nur Telegram, dass die Grundeinstellungen es erlauben, so viele Daten wie möglich über uns zu sammeln und Chats unbegrenzt aufzubewahren. Man muss seine Hausaufgaben machen und sich mit dem Dienst auseinandersetzen, bevor man ihn zum ersten Mal benutzt. Telegram und Signal funktionieren sowohl auf dem Android-Betriebssystem als auch auf iOS.